was ist ein genialer Filmbeginn? Etwa wie in Man in Black, als die Comedy über asylsuchende Aliens mit einem vermeintlichen Alien beginnt, das sich als einfache Libelle entpuppt? Goddamn Bugs. Egal wie ihr Alien die Wiedergeburt findet, schon ab dem Intro wird darin ein Ton gesetzt, der den allermeisten Alien-Fans noch nie schmeckte. Zwar irgendwie dark and gritty, aber auch expressionistisch und witzig. My mommy always said there were no monsters, no real ones. But there are. Irgendwie von allem etwas und garantiert nicht wie irgendetwas davor. Also gerade alles andere als genial. Besonders bezeichnend in der etwas längeren Special Edition, als sich zu Beginn ein vermeintliches Alien als unliebsamer Mitfahrer entpuppt. Doch diese Szene wurde extra nur für diese Fassung gedreht. Sie ist keine Deleted Scene und die Special Edition noch nicht einmal ein echter Director's Cut. Regisseur Jean-Pierre Jeunet bevorzugt wie ein gewisser Peter Jackson nicht die längere Heimkino-Version seines Werkes, sondern die Kinofassung. Das sei der Director's Cut, weil eben genau so geschnitten wie vom Regisseur beabsichtigt. The Director's Cut was a version you watch in theater in 97. And I remember I was very happy and very proud about that. And it wasn't necessary for me to make a director's cut. Doch anders als beim Herrn der Ringe ist Jeunet so gezeichnet von dem chaotischen Dreh und von den unzähligen, miteinander unvereinbaren Visionen darin, dass er nie wieder einen Hollywood-Film drehen will. Und jeder Alien-Fan, der Alien Resurrection verabscheut, wird es ihm danken. Doch anders ich und genau die anderen Alien-Fans. Fans wie Fede Alvarez, der Regisseur und Autor von Alien Romulus. Wie wir im Interview feststellten, lieben wir beide alle Filme in der Quadrologie und darüber hinaus. Not all Alien-Fans do love them. I love them all, just like you. I do love them all. Für das, was sie sind und für die einzigartigen Ideen, die jeder Einzelne dem Franchise beisteuerte. Ideen wie die Unterwassersequenz. And then from Alien 4, probably the underwater stuff, you know, the, we've seen here the facehugger swimming underwater, and I think, you know, that's my favorite part of Alien 4, that underwater scene is magnificent. It's completely underrated, like people, when they complain about that movie, that scene is so much suspense, right? It's incredible. Ripley. Überhaupt freue ich mich bei jedem Alien Rewatch diebisch auf Alien Resurrection, weil dort ein paar meiner allerliebsten Momente aus dem gesamten Franchise aufeinandertreffen. In einem verrückten Weltraumabenteuer, das so anders ist als die anderen und einen ganz eigenen Impact auf die Filmgeschichte hatte. Denn ohne Alien 4 gäbe es nicht die Avengers, wie wir sie kennen. Lasst mich euch davon erzählen. Danach mögt ihr die Wiedergeburt wahrscheinlich nicht sehr viel lieber, aber ihr seht sie mit ganz anderen Augen. Wenn wir von den genialen Einträgen im Alien-Franchise reden, meinen wir alle eigentlich Alien und Aliens. Schließlich sind beide absolute Meisterwerke ihres Genres. Gemeint ist damit Meisterwerke ihres eigenen Genres, denn sie sind nicht in derselben Kategorie verankert. Ridley Scotts Alien von 1979 ist ein Monster-Slasher, nur in einem Raumschiff. Ein klassischer Horrorfilm. James Camerons Aliens dagegen von 1986 ist ein Actionfilm. Sie bauen perfekt aufeinander auf und führen eine Geschichte logisch weiter, die mit jeder weiteren Iteration diesen storyrelevanten Teil ihrer DNA nach und nach aus den Augen verliert. Nur die filmgeschichtliche DNA der Quadrologie ist eine ganz andere. Jeder einzelne Alien-Film stammt von einem jungen, aufstrebenden Regietalent, das mit einem Alien seinen ersten oder zweiten Spielfilm auf die Leinwand brachte und danach mit ganz anderen Werken Filmgeschichte schrieb. Das ist der wesentliche Teil der Alien-DNA. Ohne diese Filme und ohne ihre Macher würde unsere Filmwelt ganz anders aussehen. Ridley Scotts Alien war eine Reaktion auf Star Wars. Star Wars beeindruckte ihn so nachhaltig, dass er seine eigene Filmkarriere überdachte und sein nächstes Projekt killte, um einen Sci-Fi-Film zu machen. Und so folgte auf Alien auch Blade Runner. James Camerons Aliens war eine Belohnung für sein kleines Indie-Filmprojekt namens Terminator.
Und die logische Konsequenz aus seinen begrenzten Mitteln dort war das Effektefeuerwerk in Aliens. Was uns letztlich zum grenzenlos aufwendigeren Terminator 2 führte. Aber diesen Teil der Filmgeschichte habe ich in unserem anderen Video dazu bereits für euch aufgearbeitet. David Finchers Alien 3 ist allerdings ein Machwerk, auf das er berühmterweise nicht angesprochen werden möchte, wie mir Feder Alvarez auch nochmal bestätigte. And I ask him, do you think David would be interested in, you know, will give me some time to chat about it? And he was like, not about Alien 3. He will talk about anything else. Not Alien 3. Doch selbst David Fincher könnte nicht leugnen, dass man dort bereits seine späteren Meisterwerke wiedererkennt. Sei es der Pessimismus und der Nihilismus aus 7 oder der faszinierende Wahnsinn aus Fight Club. Alien 3, so verkorkst er auch ist, ist ein psychologischer Thriller, also wieder ein anderes Genre. Und was ist dann Alien 4? Jean-Pierre Jeunets Alien Resurrection ist ein Sci-Fi-Abenteuerfilm typisch französischer Machart, durchdrängt von seinem ausgefallenen Humor, von praktisch makaberen Effekten, sexualisiert aufgeladen und gewürzt mit etwas Gesellschaftskritik, nur eine gefühlte Armlänge entfernt von seinem Landsmann Luc Besson und dessen fünftem Element. Gut. Die Wiedergeburt steht damit gerade in seiner hybriden Andersartigkeit in der Tradition einer Filmreihe, die sich genau darüber erst definiert. So zusammenhängend, wie die Handlung auch sein möchte, so losgelöst sind diese Filme in Wahrheit voneinander. Und das schon seit Teil 1, denn Ripley wurde ohne spezifisches Geschlecht im Hinterkopf geschrieben, sie hätte sowohl ein Mann oder eine Frau sein können, es war völlig egal. Erst mit Teil 2 verpasste ihr Cameron den Vornamen Ellen und machte die Rolle der Mutter zu einem zentralen Aspekt der Geschichte. Aliens ist völlig anders als Alien. Will man die Alien-Filme miteinander vergleichen, muss man diesen Teil ihrer DNA ebenfalls verstehen. Sonst wäre selbst das hier eine gescheiterte Fortsetzung. Nichtsdestotrotz ist Alien 4 kein Wunschkind, sondern eine vom Studio forcierte Gelddruckmaschine. Das kreative Ergebnis deswegen auch ein Clusterfuck von sehr vielen, sehr verschiedenen Köpfen. Das beginnt beim Kopf am Set. Zu den lange gehandelten Regisseuren zählten unter anderem der Body-Horror-Virtuose David Cronenberg, der Horror-Veteran John Carpenter, Ocean's 11 Ensemble-Spezialist Steven Soderbergh, X-Men-Kickstarter Bryan Singer, der spätere Alien vs. Predator-Verursacher Paul W.S. Anderson und ein junger Peter Jackson, den man bis dahin nur aus Braindead kannte, eben einige Jahre vor dem Herrn der Ringe. Holy Christ, Vera! In dieser Welt werden Schallplatten wie Krebs hergestellt. Jean-Pierre Jeunet lernten wir erst so richtig kennen, als wir die fabelhafte Welt der Amelie durch seine Augen sahen. Genauer, eigentlich durch die Augen seines Kameramannes Darius Conji, der mit Jeunet schon davor ganz andere menschliche Delikatessen stilsicher in Szene setzte. Und das kann man in einer Ära vor dem digitalen Film und vor der digitalen Farbkorrektur Conchis Filmen nicht hoch genug anrechnen. Sie verbindet ein unverkennbarer, komplett analog hergestellter Look. Er mischte beim Entwickeln des Filmmaterials Silber bei, was die dunklen Töne gesättigter erscheinen lässt und allem anderen einen metallischen Schein verleiht. Alien 4 sieht im wahrsten Sinne des Wortes fantastisch aus. Fantasievoll wie die Welt der Amelie und gleichzeitig so industriell fremdartig wie Ridley Scotts Wesen. Übrigens lieh Darius Conji auch einem anderen Alien-Regisseur sein Auge, für David Finchers 7. Who are you? Ripley Ellen, Lieutenant First Class, Number 36706. Sigourney Weaver dagegen sträubte sich, einem weiteren Alien-Film wieder ihr Gesicht zu leihen. Was sie überzeugte, sei eine LKW-Ladung Geld gewesen und dass sie die Ripley als eine völlig andere Ripley interpretieren könne. Klon Nummer 8 ist eben nicht dieselbe Ellen Ripley. Darum dreht Weaver völlig frei. It's too late. You can't stop it. It's inevitable. Winona Ryder brauchte nicht mal ein fertiges Drehbuch, um als riesiger Alien-Fan sofort zuzusagen. Ihr Androide Call steht in bester Tradition der Reihe.
Die Anfangsbuchstaben der Androiden folgen dem Alphabet. A wie Ash, B wie Bishop, C wie Call und D wie David. Calls Beziehung zu Ripley soll aber einem ganz anderen Vorbild folgen, der Kriegerprinzessin Xena und ihrem Sidekick Gabrielle. You are beautiful. Das werdet ihr garantiert nicht mehr mit den gleichen Augen sehen. Da Weaver aber lange Zeit nicht dafür verfügbar schien, war zunächst eine andere Hauptfigur eingeplant. Ein Klon der ebenfalls vor 200 Jahren verstorbenen Newt. Und weil es damit um eine junge Actionheldin ginge, die mit ihren überlegenen Fähigkeiten den Kampf gegen Monster aufnimmt, holte sich 20th Century Fox dafür einen Spezialisten als Autor ins Haus, Joss Whedon, und der hasst Alien 4. In Whedons Kopf war Alien 4 ein Film mit sehr viel mehr Augenzwinkern. Genet veränderte das Skript kaum, aber interpretierte den Film sehr viel düsterer. Besonders kurios, fast jeder Dialog soll Wort für Wort erhalten sein, aber sich komplett anders anfühlen, weil die Figuren jeden Witz komplett ernst spielen. Roll over, play dead, heal. Mhm. You can't teach it tricks. Why not? We're teaching you. In Whedons Augen machten sie damit alles falsch, was sie hätten falsch machen können. Das Ergebnis sei unerträglich. Time to enjoy some of the General's hospitality, Christy. Great. Army food. Es sei ihm aber auch eine Lehre gewesen. Und die Folge? This is the captain. We have a little problem with our entry sequence, so we may experience some slight turbulence and then explode. Joss Whedon begann seine Drehbücher selbst zu verfilmen. Und weil ihm hier sein unterhaltsames Space Adventure verwehrt blieb, schrieb er danach einfach wieder eines, mit verblüffenden Ähnlichkeiten. Wieder eine Crew aus Außenseitern und in einer meiner absoluten Lieblingsserien, Firefly. Und ironischerweise sogar in denselben Produktionshallen gedreht. Man kann die Dialoge nebeneinander halten und erkennt, was Whedon meint. Got your own room? No? You share a bunk. That one. Donner, you son of a bitch! Come on, man. You didn't feel a thing. Das liegt vor allem an der Konstellation der Figuren. Hier zeigt sich ein Muster in Whedons Casting. Im Grunde bilden sie immer eine Familie, mit einer klaren Mutter- oder Vaterfigur als Familienoberhaupt, mit einem Patchwork-Love-Interest, mit dem weisen Großvater, mit talentierten und dennoch schutzbedürftigen Kindern und mit einem verrückten Onkel, ohne den eigentlich alles besser wäre. Aber man hat ihn ja trotzdem irgendwie gern. Want another souvenir? Yeah. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Whedons Familienstruktur zieht sich durch all seine Projekte und führte ihn schließlich 15 Jahre nach Alien 4 zu den Avengers. Natürlich wieder mit all den etablierten Rollenstereotypen, weil es eben perfekt funktioniert. Perfektioniert, nachdem er sehr viel Lehrgeld zahlen musste. Ohne Alien Resurrection hätte es die Avengers, wie wir sie kennen und wie wir sie lieben, niemals gegeben. Ähnlich wie bei Alien 3 klebt an Alien 4 der Ruf, zu sehr auf CGI zu setzen. Und genau wie bei Alien 3 könnte das auch kaum weniger zutreffen, weil CGI noch lange nicht so weit war. Viel mehr schlecht gealterte Computereffekte als im neu gedrehten Intro der Special Edition findet ihr in Alien 4 aber kaum. Der eine CGI-Effekt, den Genet sogar gerne drin gehabt hätte, wäre ein Moskito, der Ripley sticht und sich wegen ihres säurehaltigen Blutes in Rauch auflöst. Genet verzichtete darauf, als er hörte, wie viel das kosten würde. Stattdessen setzte er auf Raumschiff-Miniaturen und auf viele Close-ups, um die Sets größer wirken zu lassen, als sie es in Wirklichkeit sind. We had very nice sketches from Chris Cunningham, but it was impossible to build because the legs were so thin. You know, it was impossible because after you have to build the machine. Dank der detaillierten Kostüme und der Puppen und der aufwendigen Animatronik muss man allein technisch Resurrection unvoreingenommen attestieren, genial zu sein. Der einzig andere Alien-Film, der ihm da nahe kommt, ist der neue Romulus mit dezent mehr CGI.
Ähnlich wie in Romulus ist die Animatronik des Hybriden nur durch Motion Control und einen Kran möglich. Was sie an ihm hoffentlich nicht bewegen konnten, die Genitalien. Denn das Newborn hatte sehr deutlich ausgeprägte Geschlechtsmerkmale, die nach Genets Aussage selbst für einen Franzosen zu viel waren. Deswegen sind im fertigen Film viele der Kameraeinstellungen auf das Newborn von der Hüfte aufwärts gefilmt. In den Totalen wurde dann tatsächlich so einiges digital wegretuschiert. Und weil der Rest eben nicht digital ist, wurde der Gipsschädel des Newborn Stück für Stück für Stück an Kabeln durch das kleine Loch gezerrt. Und für alle, die dieses Design hassen, gerade der exzentrische Alienvater H.R. Giger liebt diesen Film dafür. Er war nur enttäuscht darüber, keinen Credit für das Ursprungsdesign des Original-Aliens bekommen zu haben. Zumindest die Dark Horse Comic-Adaption berichtigt das. Wie handgemacht echt das alles in der Kamera ist, zeigt aber auch ein simpler Kameratrick. Sie fährt hier nicht in ihn rein, sie wird in Wirklichkeit aus ihm herausgezogen und rückwärts abgespielt. Der berühmteste Trick ohne Trick ist die Basketballszene. Von der wird fälschlicherweise gerne behauptet, dass es Sigourney Weaver gleich im ersten Take gelang. Tatsächlich trainierte sie den Wurf 3 Wochen lang bis zu dem Punkt, an dem ihr der Wurf einmal in 6 Versuchen gelang. Nur war das viel näher am Korb. Beim Dreh scheiterte sie deswegen immer und immer wieder. Nach dem gefühlt 100. Take bestand Genet auf CGI oder auf einen zweiten Ball, der einfach ins Bild reinfällt. Weaver verlangte noch einen einzigen Versuch und der Rest ist Geschichte. Okay, now was that real or was that movie magic? That happened. Eine so gute Geschichte, dass Ron Perlman komplett aus der Rolle fiel. Sie konnten das Brechen seines Charakters mit einem schnellen Umschnitt aber kaschieren. Diese Hingabe aller Beteiligten bleibt unbestreitbar sichtbar. Ganz besonders im Wassertank. Ein echtes, kolossales Set, bei dem 2 Menschen beinahe ertranken. Darunter Ron Perlman selbst, als er sich beim Auftauchen den Kopf stieß und ohnmächtig wurde. Die Unterwasserszene reiht sich ein in eine ikonische Auswahl an Momenten, die unvergesslich bleiben sollten, sei es wegen ihres grausamen Humors oder wegen ihrer Anspannung. Der Lieblingsmoment von Sigourney Weaver ist aber das Klonlabor, in dem sie selbst den Kreis zu einer Deleted Scene aus Teil 1 schließt, was der Director's Cut und Aliens dann aber wieder zurückbrachten. You're gonna be all right. You're gonna be all right. Please, kill me. Just stay calm. We're gonna get you out of here. Ein Moment, den das Studio streichen wollte, auf den Weaver aber bestand, ist eine angedeutete Orgie. Denn die Alien-Reihe macht seit Teil 1 und seit den Designs von H.R. Giger überhaupt keinen Hehl aus ihrer sexualisierten Bildsprache, sei es durch die unzähligen phallischen Symbole oder durch Penetration. Und so endete der zutiefst französische Ausflug des Franchises natürlich in Paris. Zumindest ursprünglich, bevor das Studio wenigstens die Kinofassung kurz davor enden ließ. In der Special Edition sehen wir das geschnittene Ende. I'm a stranger here myself. So nihilistisch wie der Film selbst. Genau das mag man Alien Resurrection vorwerfen können, aber genau das macht nun mal einen guten Alien-Film aus. Und so geht es nach Alien Romulus wieder auf die Erde zurück, in der bereits angekündigten Serie von Fargo-Showrunner Noah Hawley, Alien Earth. Denn das Franchise lebt ja davon, von seinen genialmutigen Experimenten.